Herzlich willkommen zurück zu State of Decay 2. Wir sind die beiden Geschwister, deren Namen ich inzwischen schon wieder vergessen habe, aber wir sind auf jeden Fall Geschwister. Der gebissene Typ hier in der Mitte und ich, die dunkelhäutige Schönheit. Und wir haben uns für den Außenposten, also zumindest den Versuch, auf dem Plateau entschieden. Ich habe keine Ahnung, wo es hingeht. So how do we survive without the army around? Ich muss gar nichts machen. Cool. As long as we stick together, we can survive anything. Damn, we're out of gas. Guess we better start scavenging. More fuel won't help us now. The way that blood plague is progressing, your brother won't last long without a place to rest. Nah, Doc. I'm totally fine. I promise. We have to find a place to settle down. Now. For once, the army and I agree. It's time to get off the road and find a home. Someplace we can build what we need to keep your brother from dying. Jo, da wäre unser Plan mit dem Plateau also hinfällig. Referenz für den Mehrspielermodus. Ich möchte gerne offline spielen. I remember seeing a potential home site as we came through town. Herzlichen Dank. Okay, let's go check it out. Staying out here for too long is a bad idea. Reise zu dem Standort, der auf deiner Karte markiert ist, um ihn als potenzielles Zuhause auszukundschaften. Also hier einmal durch. Da werden wir ein paar Zombies den Schädel einschlagen müssen, kein Problem. Aua, aua. So, ach, zack. Keine Kompromisse. Ich hab meinen Bruder hier angegriffen. Die Lebenspunkte waren nämlich links unten gerade komplett am Boden. Ach, das ist meine Ausdauer jetzt. Ach, jetzt habe ich es langsam raus. Wir können uns doch hier anschleichen. Und ihn einfach mir nichts, dir nichts ausknipsen. Kein Problem. Achtung und Feierabend. So macht man das. Ganz lässig. Easy. Bernie! Infos. So, geht man mal hin und sagt so, hey, frag mir mal deine Lebenspunkte und deinen Cardio-Wert, junger Mann. Und erzähl mir auch von deinen Eigenschaften. Okay, also der operiert hier auf eigenes Ermessen hin. Wird es überladen. Oh, wir haben einen richtig, richtig dicken Tank auf dem Rücken. Was ist es mit Bernie? Ja, Bernie, Junge. Another day, another dollar. Ja, gut, den können wir nicht anwerben. Also der hat jetzt mal so zur Zierde vorhanden. Gehen wir mal nach dem Zuhause sehen, dann können wir das, wenn wir Glück haben, alles zwischenlagern. Durchs Fenster springen würde ich erstmal nicht, weil das macht nur unnötigen Lärm und dann ja, werden wir entdeckt und nachher angegriffen. Und seht euch an, wie blind die sind. Unglaublich. Zack. Weg ist er. Und wo ist das Zuhause? Ah, das Haus hier hinten mit der Mauer. Oh, es hat sogar eine Mauer mit Zaun drumherum. Oh, ist das praktisch. Schauen wir mal, ob das auch eine gute Basis gibt. Then we'll get a better look. Gut, dann machen wir mal etwas groß rein, würde ich vorschlagen. Hey, Kammerjäger. Gebäude sicher, musst du jeden Raum durchsuchen, der auf der Minikarte markiert ist. Zusätzlich musst du alle Zombies in diesem Standort töten. Sobald du es gesichert hast, wird vorübergehend eine Zone daraus, in der keine neuen Zombies erscheinen. Nice. Also dann werden wir jetzt hier ein paar Herzen, Knochen und Rekorde brechen. Was meinst du? Oh, du
kleiner Heimtückling. Was ist mit dir? So. Ja. Und tschüss. Okay. Muss doch irgendwo Feindpräsent sein. Da? Okay. Da haben sich ein paar Zombies im Hinterhof eingenistet. Noch jemand? Achso, verwende die Minikarte. Okay, da haben wir noch irgendwelche Räume nicht betreten. Den hier? Ah ne, eins tiefer. Okay, hier oben scheint es total clear zu sein. Und den Raum haben wir noch nicht betreten. Nice. Yeah, we should. We found a spot that should work well as our new home base. Okay, und was nun? Once you claim the site, my patient and I will meet you there. Ja. Komm rein in die gute Stube. Agiere mit der Campinglampe und erfülle Aufgaben, um eine Basis zu beanspruchen. Das ist die Campinglampe. Ja. Junge. Ein kleines, aber leicht zu verteidigendes Zuhause mit ausreichend Platz für eine kleine Gemeinschaft. Also wir können auf 10 Slots bauen, interpretiere ich jetzt mal. Und das ist das vorhandene Interieur. 2 Parkflächen. Und wir brauchen dafür einen Bewohner. Und wir haben ganze 4. Und den beanspruchen wir jetzt den Ort. Jetzt. Ist unseres. Unfortunately, we don't have all the resources we need. Das Lager verwaltet und den Treibstoff abgeladen. Und wie baue ich jetzt? Okay, Schließfach. Ah, im Schließfach kann man auch Zeug ablegen. Das ist praktisch, weil ich würde gerne einfach mal den kaputten Baseballschläger ablegen und hier einfach 2 Verbände. Die Verhaltensregeln, die gelten auch für dieses Lager übrigens. So. Nur damit das hier mal klar ist. Lebensmittelvorrat ist gering. Okay, dann gönnen wir den Jungs und Mädels hier ein paar Snacks. Und nun? Ah, wir müssen mit Cologne reden, wie man jetzt dem Timmy hier helfen könnte. Okay, Cologne, hau mal raus. Okay, ohne Krankenstation wird Tim Blutzeug nicht überleben. Kannst du das Gebiet nach Baumaterialien durchsuchen? Ich habe einen Handymast in der Nähe gesehen. Von dort aus solltest du einen guten Überblick haben. Okay, bin so schnell wie möglich wieder zurück. Dann gehen wir mal auf Erkundungstour. Können wir drüber klettern? Okay. Muss dringend ausgebaut werden. Wir verbinden uns hier mal. Wir haben ein bisschen eingesteckt. Der Handymast ist das da hinten. Aber ja, brauchen wir erstmal nicht. Wir durchsuchen mal das Nachbargebäude. Hätte ich jetzt einfach praktisch, wie ich nun einmal veranlagt bin, vorgeschlagen. Wie sieht es aus mit der Kiste? Ist sie. Ah. Ein Spionagewagen. Ja, mega nice. Haben wir einen Spionagewagen? Können wir den hier drin parken? Nein. Eine der Parkflächen hier, oder? Wo steht unser? Ach, es hat keinen Sprit mehr, unser Wagen, jetzt. Stellen wir hier ab. So, sollte unseres sein. Ich weiß jetzt nicht, wie man es für sich beansprucht, aber ich gehe mal davon aus, dass es jetzt unseres ist. Und? Wir haben einen Cardio-Punkt dazu gewonnen. Leute, klettert über mehr Zäune. Vergesst Joggen und den anderen Gruß, klettert über Zäune. Und hier, zack. Oh, time to stock up on everything. Ja, wir können alles gebrauchen. Was ist denn hier? Ah, hier können wir es durchsuchen. Natürlich schnell suche. Wow. Ein PPK. Ordentlich Patronen. Rolle mit Feuerwerkskörpern. Ein Molotow-Cocktail und ein Medizinbuch. Wow, was haben denn hier für gruselige Leute gelebt? Gut, dass die alle ausgeflogen sind. Ein Beil? Es wird immer besser. Now where am I gonna put that? Wir sind voll. Ein Wasserkühler. Krass, okay. Also müssen wir jetzt echt zwischen abliefern schon. Und das Gebäude ist noch nicht mal komplett durchsucht.
Wow, eine wahre Fundgrube. Cool. Da flitzen wir doch mal ganz, ganz schnell zu unserer kleinen Basis zurück. Ja, chill mal. Es ist jetzt rassistisch, wenn ich irgendwie wieder sage, dass die Dunkelhäutigen eine bessere Ausdauer haben oder ist es einfach nur falsch? Egal, lassen wir diese Diskussion. Sie führt zu nichts. Ein Medizinbuch. Ja, das verwenden wir doch einfach mal. War wahrscheinlich dumm, aber naja. Die Machete... Ach, wir lagern jetzt mal alles hier aus. Okay. Gut. Die Pistole liefern wir auch mal ab. Jetzt haben wir 7 Slots frei. Und können hier gleich wieder ins Nachbarhaus gehen. Natürlich hat man das gehört, aber wen interessiert's? Wird einfach alles niedergeprügelt. Schließfach aufzustocken. Ja, wofür denn? Hier ist doch kein ernstzunehmender Gegner und... Kommen wir schon klar. Macht euch nicht ins Seidenhöschen. Nehmen wir den Rucksack mit? Kann ich quasi im Rucksack noch was lagern? Also Rucksack im Rucksack sozusagen. Das wäre richtig fresh. Hat der eigentlich mehr Slots als meiner? Der ist besser als meiner. Der ist nämlich besser. Sogar einen besseren Rucksack jetzt mit ganzen 7 Slots. Und hier? Was ist da drin? Da müsste ja Lebensmittel drin sein. Krug mit Ethanol. Oh, er ist Single Malt. Also da waren ziemlich kriegerische Säufer am Start. An Außenposten. Okay, dafür haben wir nicht genug von dieser Währung. Also das können wir später dann zu einem Außenposten ausbauen, nehme ich an. Und können Leute dort wohnen lassen. Also so ein kleines Outsourcing betreiben. Was willst du denn? Was willst du denn? Ne? So. Das können wir, glaube ich, auch beanspruchen. Wir können ja einen Haufen Zeug besuchen, aber wir sollten wahrscheinlich eher zum Handy machen. Wie empty. Who gets the party started? I do. Geht schnell einsacken. Ich glaube, das hat jemand gehört. Boah, das hört sich ziemlich brutal an. Das hört sich nach voll vielen an. Die Musik ist auf einmal so bedrohlich. Das sind doch ein paar. Nehmen wir Benzin. Nehmen wir mit. So, zu schnell da. Noch einer. That screamer could bring a lot of trouble if I'm not careful. Wo ist ein Screamer? Thema erledigt. Kein Problem mehr. Großes Problem. Big Trouble. Ja, ich weiß ja nicht, aber wir haben eine unterschiedliche Wahrnehmung der Dinge. Die Dame und ich. Cool, was willst du, Fettsack? Und du? Muss ich einfach von hinten anschleichen? So fühlt sich das an, hier einfach von hinten überrumpelt zu werden. Nerv mich nicht. Ist ja mal Ruhe. War hier noch was? Hier konnten wir noch was durchsuchen. Ich dachte es mir doch. Nice. Was ist das? Eine Munitionspresse. Frage ist, wie viel können wir noch tragen? Wahrscheinlich nichts mehr. Was man da alles findet. Ach, in dem anderen Gebäude haben wir das eigentlich mitgenommen. War doch noch irgend so eine... Irgendwas so Nachschubtechnisches. Ich glaube, das haben wir vergessen. Doch, doch, doch. Da müssen wir nochmal zurück. Irgendwas mit Wasser. So Wasseraufbereitung oder so. Ja, du wärst krank, was machst du denn? Schone dich, junger Mann, schone dich. Okay, dann liefern wir hier wieder ab. Erste Hilfe, die Munitionspresse, MK3 Target, geil. Ich würde sagen, wir laden die Wumme einmal durch. Haben wir? Ja, haben wir. Top. Und den Rucksack. So, weiter geht's. Supi. I gotta watch the noise.
Ja. Lautstärke zurückdrehen ist was für Weicheier. Ich muss meine Expedition nicht planen. Hier gibt es gerade im Nachbargebiet so viel zu erkunden und Cardio geht immer weiter hoch. Ja, Timmy, du bist krank. Du sollst ja keine Pizza essen. Das fällt dir eigentlich ein. Nichts zur Gemeinschaft beitragen und unsere Vorräte wegzufuttern. Ja, hier war doch irgendwas. Hier war doch irgendwo die... Wo war denn das? Ich weiß es nicht mehr, wo es war. Ihr wisst noch, da war... Irgendwo musste ich umkehren. Oder habe ich das schon... Ich habe den Überblick verloren. Ah, da war was, aber das meinte ich nicht. Time to move along. Teilen einen Schaltkreisbehälter mit Chemikalien. Nicht das, was wir wirklich brauchen. Okay, jetzt machen wir hier mal kurz leer. Und dann gehen wir zum Handymast. Ja? Das ist ein Vorschlag. Okay. Hier war irgendwo noch was. Hier war was. Ist ein bisschen blöd, wenn man den Container nämlich geöffnet hat, dann zeigt es einem den nicht mehr so an. Oder übersehe ich jetzt gerade was? Wahrscheinlich agiere ich hier wieder ziemlich dämlich. Und hier schlagen sich schon einige wieder die Hände über dem Kopf zusammen und denken, oh Gott, bist du blind. Hä? Sollte mir mal echt merken, wo die Spots sind. Sollte es mir echt merken. Da? Wo war denn das? Ist doch gar nicht. Der First Aid Kit? Haben wir durchsucht, definitiv. Na gut, dann gehen wir mal ums Haus rum. Hier war noch so ein kleiner Geräteschuppen. Auch wenn ich da jetzt nicht den dicken Loot erwarte, das andere Haus sparen wir uns mal. Ja, hol doch. Ah, hier haben wir Ersatzteile. Und eine 5,56er Patrone. Ah. Bam. Sehr schön. Ah, hier. Sprit. Better than nothing. Das waren nur Waffenüberreste. Ich dachte, es wäre Benzin. Hm. Gut, dann gehen wir zum Handymast. Das ist er, oder? Das ist er, oder? Ist er das? Ach, hier hinten. Hä? Das ist doch ein Funkmast, oder bin ich hier total bekloppt? Mann, du bist so ein Dude mit den roten Augen. Boah, du bist ganz schön gruselig. Aber du hältst ja gar nichts aus. Haben wir hier noch eine MK3 Target? Ja, hier sind ja die Patronen und alles total im Überfluss erhältlich. Also, da brauchen wir eigentlich nicht allzu sparsam mit umgehen. Ja, eben hier ist der Handymast. Ich dachte doch, das hinten ist ein Strommast. Also, ich kenne mich ja technisch nicht wirklich gut aus, aber also den Unterschied kenne ich selbst noch. Ende. Du, suchst du auch Stress? Und bam. Richtig gut auf jeden Fall. Diese Brechstange, die hat ordentlich Bums dahinter. Ja, hol doch. Tüte mit Snacks. Wie, kein Raum dafür. Oh, oh, Kapuzenfrau, was ist los mit dir? Eine Kapuzenfrau. Ah! Wir machen ein bisschen Lärm hier. Wir haben so viele Patronen und ich habe echt keine Lust hier ständig irgendwie. Wie weit geht die Reichweite von dem Ding? Scharfschuss? Okay. Wohl nicht. Den beanspruchen wir. Oh, nee. Ah, klettere auf den Handymast. Oh, ich sollte anfangen zu lesen. Okay, wir können schnell klettern. So braucht Ausdauer. Aber die reicht aus, um bis ganz nach oben zu kommen. Und jetzt sehen wir hier das Gebiet. Das werden wir wahrscheinlich aufdecken. Aufklärung. Aufklärung von einem Turm aus. Füllt eine Karte mit Standortsymbolen. Öffne deine Karte und untersuche jedes Symbol, um zu sehen, welche Ressourcen du plündern kannst. Verwende diese Informationen, um Vorratsbeschaffung und Beanspruchungen von Außenposten zu planen. Okay, I'm here. Time to get started. Garage der Vogels. Das ist unser Spionagewagen. Aber das ist dauerhaft.
Okay, können wir Sachen aufdecken. Es ist von Auto noch ein Spionagewagen. Seltsam riechender Schuppen. Hm, nichts wie hin. That could be a good addition as an outpost. Okay. Kleines Farmhaus. Alte Hütte. Aussichtslager. Sicken wir jetzt einfach mal alles auf. Das haben wir dann, glaube ich, auf der Map. Brauchen wir nicht auf jeden einzelnen Punkt eingehen. Okay. Nothing more to see here. So. Was ist hier drinne? Now where am I gonna put that? Ein Brechhammer. Schmeißen wir die mal weg. Können wir die irgendwie... Okay, die legen wir hier ab. Jetzt nehmen wir stattdessen den Brechhammer mit. Ein richtiger Brechhammer. Nice. Teil eines Schaltkreises. Okay, wir müssen eh zurück. Und Rutschi, Rutschi. Nach einem Packsack mit Materialien. Ja, ich bin ja schon wieder mega überbeladen. Was ist da eigentlich drin? Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Doch, da waren die Snacks. Es wird dunkel. Es wird dunkel in einem nahelegenen Gebäude. Da. Ja, Packsack mit Materialien ist schön und gut. Na gut, wir können den Spionagewagen da vorne schnappen. Das machen wir jetzt einfach mal. Und den können wir bestimmt im Kofferraum beladen, hätte ich jetzt glatt gesagt. Aber wie weit war denn der weg? Ah, hier, soweit ich weiß, auch direkt ums Eck, oder? Da hinten. Holen wir zuerst die Karre. Und dann hat die Karre in meiner traumhaften Vorstellung einen Kofferraum. Den beladen wir. Und... werden richtig glücklich. Dann singen wir Cause I'm happy. Oh, nervt mich doch nicht so. Es ist doch wirklich ermüdend. Was ist die Kiste? Hopp. Oh, ich möchte nichts kaufen. Und ihr auch nicht. Jetzt reicht es. Wir haben ein paar nervige, aufdringliche Zombie-Dudes hier erledigt. Also, hat das Ding einen Kofferraum? Bitte hab einen Kofferraum. Nice! Packen wir das ganze Zeug hier rein. Der Kofferraum ist halt irgendwie gar nicht mal so riesig. Schauen wir hier nach. Who gets the party started? I do. Nice. Benzinkanister. So. Der erste geht aufs Haus. Müssen wir es betanken von hier? Oder ist da überhaupt was drin im Benzinkanister? Ah, der ist... Ah, okay. Auf der linken Seite ist der Benzintank. Ich möchte ihn eigentlich auftanken und nicht einsteigen. Ja, müssen wir gedrückt haben. Können wir auch schnell tanken? Und wie füllen wir ihn denn auf? Also, das wäre natürlich eine coole Sache, wenn ich mein Auto in Zukunft einfach nur anschauen könnte und es füllt sich. Das wäre großartig. Ja, mach ein bisschen Lärm, kein Ding. Wir haben genug Kugeln für alle. Egal, es gibt nichts zu essen. Gibt es hier noch was, was uns irgendwie weiterhilft? Noch ein bisschen Schipirit? Also ich immer Montagmorgen. So liege ich auch ungefähr immer rum. Kannst du darüber? Das fände ich äußerst unknorke, wenn... Junge! Ja. Ist doch kein Problem. Jetzt macht euch mal nicht immer ins Hemd mit diesem bisschen Lärm. Oh, der Kreischer hier. Feierabend. Stay together. These are still out there somewhere. Was sie's? Was sind sie's? Ach, Zombies. Ah, okay, sorry, so cool bin ich nicht.
verdammtes anfängliches Vibesbild. So. Hätten wir das auch geklärt. Gut. Also ich glaube, hier gibt es nichts mehr. Deswegen steigen wir jetzt in unser kleines Autolein. Und schauen nach. Können wir da einfach durchbrettern? Cool. Und der Packsack ist dort. Ja, aber wir sind bei schon inzwischen über 26 Minuten, sagt mir die Uhr. Deswegen legen wir hier eine kleine Pause ein und machen das nächste Mal weiter. Tausend Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Wir bauen unsere Siedlung aus. Sie wächst nach und nach. Und ihr seid mit dabei, wenn ihr denn mögt. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.